Jo, da sind wir da bei Tales of Xillia. Beim letzten Mal haben wir das Spiel begonnen, haben eigentlich noch nicht viel gemacht, weil wir können uns jetzt zum ersten Mal erst bewegen. Es kamen doch eigentlich nur ganz viele Zwischensequenzen. Und boah, schauen wir uns das mal hier so ein kleines bisschen um. Denn man sieht schon, hier haben wir nämlich Suchpunkte. Davon gibt es in diesem Spiel verdammt viele. Und zwar so richtig verdammt viele. Es gibt sogar extra einen Titel dafür. Das müsste der hier sein, ja. Es gibt den Titel dafür, dass man 800 davon findet. 800 verschiedene. Von daher könnt ihr euch denken, es gibt verdammt viele. Und ich werde, soweit es geht, versuchen, auf jeder Karte immer auch alle zu finden. Das sind die an. Ich wollte gerade sagen, das sind die anderen Arten von Suchpunkten, die es Hey, gibt. where do you think you're going? Aber ich erzähle gleich weiter. No need to make a scene. Cooperate and I'll go easy on you. Intruder! You're under arrest. Nee, nee, ich brauche nicht wissen, wie man kämpft. What the fuck? Ja, das ist hart, wie stark sie am Anfang doch ist. Gut, das Geld wurde auch übernommen. Jetzt muss ich kurz aber mal gucken. Ist die Steuerung noch so, wie ich sie hatte? Lastenkonfiguration? Okay, ist alles doch in Ordnung. Also wie gesagt, jetzt gehen wir diese glitzernden Punkte. Die werden als, ja, sag mal, blauer Krug auf der Karte oben dargestellt. Und es gibt halt diese Säcke, die werden als weißer Krug dargestellt. Und beides sind halt Suchpunkte. Nebenbei sehr schön. Moment, kann man das? Ja. Hier haben wir jetzt eine Karte. Können, ja, die Karte anschauen. Wird alles drauf angezeichnet. Und die Speicherpunkte, die wir da auf der Karte sehen, werden auch immer angezeigt. So, wir speichern neue Daten. Yay! Nebenbei so die ganzen Sachen wie Feindesdaten. Moment, kurz mal hier zeigen. Gut, haben wir gar nicht. Plauder rein. Ja. Jedenfalls hier die ganzen Daten. Titel, Kampfbuch, Feindesdaten, Albumdaten. Wird alles automatisch übernommen in diesem Spiel. Da muss man nicht extra nochmal, ja, ich sag mal, Rang dafür zahlen, um die zu bekommen. Was? Let's go with that. Nein, ich. Kann ich das nicht? Ich kann es nicht überspringen. Na gut. Aber hier kann ich mal kurz zeigen. Millas Kampfsystem ist so nach dem Motto, wenn sie die A-Taste gedrückt hält, castet sie das ganz normal. Wenn sie es nur einmal kurz drückt, ist das die Geisterverschiebung. Ja, genau. Das ist halt die Geisterverschiebung. Ah, Moment mal, jetzt muss ich kurz was ausprobieren. Okay, wenn sie anfängt zu casten, dann castet sie automatisch, bis es halt fertig ist. Gut, das wusste ich noch nicht. Ja, aber das ist halt die Geisterverschiebung, die Miller beherrscht. Sie kann damit zum einen ihre Magie ganz normal benutzen. Oder wenn man es halt einfach nur ganz kurz einmal drückt, wird ihre Magie zu einer Nahkampfattacke. Yes, it's certainly a big facility, but we'll find it if we search hard enough. Und wir sind hier quasi mehr oder weniger direkt in unserem ersten Dungeon. Ja, Minikarte. Weiß ich schon. Look at the size of this place. They must be working on something big. Genau, und unten links wird öfters mal so was, ein bisschen was eingeblendet, dass, ja, der Charakter gerade spricht einfach. Interessant, wie sie kämpft. Na gut, aber stimmt, die sind jetzt auch ein bisschen stärker dadurch, dass wir auf schwer spielen. Und yay, wir haben Bestien-Dung erhalten. Wir haben Scheiße erhalten. So. Ah, auch eine geniale Neuerung. Wir haben eine freie Kamerasteuerung. Immer und überall. Ich kann die Kamera drehen, wie ich sie möchte. Ich kann hier unterm Rock gucken. Ja, kann ich. Ne? Kann man. An sich, freie Kamera schon. Ich kann einfach mal nach unten gucken und sehen, da ist schwarz.
Naja, nicht ganz. Da ist nichts auf jeden Fall. Nichts Besonderes. Da ist Boden. Die ist ziemlich genial, diese Kamerasteuerung. So, und ich kann auch versuchen, immer wieder zu erzählen, was denn quasi auf Judes Seite passiert ist. Jude ist da gerade bei sich halt aus dem, ja, aus der Uni gestürmt, wie man es ja am Anfang gesehen hat. Hier kann ich nicht rein, okay. Und ist dann zu seinem Professor gegangen. Aber der Professor musste halt, Moment mal, ich muss einfach mal die Arzt hier. Wofür haben sie denn? Aber der Professor musste halt weg. Und Jude hat kurz darauf erfahren, dass der Professor einen Preis gewonnen hat und ist ihm deswegen hinterhergelaufen. Und ja, der Professor ist halt zum Forschungslabor gegangen, wo wir halt gerade sind. Und deswegen war auch Jude an der Stelle da gerade dort. Und... ich mach einmal hier Ifrit. Oh, ich kann auch mal die anderen schauen. Oh, sieht auch nicht schlecht aus. Ja, ist ihm halt hinterhergelaufen und... ja, hat Mila getroffen. Und Jude ist jetzt auch hier hinterhergegangen. Er wäre nämlich aus dem Teil da unten rausgekommen, während wir... ja, da hinten rausgekommen sind. Also er nimmt einen etwas anderen Weg. So, und ich glaube, wir laufen sogar im Endeffekt in Jude rein. Ja, wenn halt wieder was passiert, was halt wieder etwas getrennt ist, werde ich halt versuchen, immer soweit es geht und soweit ich es noch in Erinnerung habe, zu erklären, was denn jetzt auf der anderen Seite passiert wäre. In here? So, und da müsste jetzt, glaube ich, schon Jude drin sein. Ja, und wenn halt immer steht, Ereignisliste aktualisiert, kann ich das kurz mal zeigen, Ereignisliste, sehen wir halt hier, es ist was passiert. Aus dem Raum bringen laute und Geschrei und laute Geräusche und Geschrei. Es ist mehr oder weniger einfach. Ja, es wird quasi mal gesagt, was denn als nächstes passiert. Oder, nee, nicht als nächstes, was passiert ist. Also man kann daraus so ziemlich keine Hinweise bekommen, was man als nächstes machen muss. Nicht zwingend immer, aber es wird halt einfach gesagt, da, das ist passiert und das passiert. Einfach das, was es auch in jedem Telltale-Spiel irgendwie gibt. Oh, quit trying to act calm. It's that girl. So you're the visitor I heard about. This guy's no fun. I'll kill you first. Run! Rip that pretty face of yours to pieces. I prefer you did it. So, und hier haben wir ein komisches Mädchen in Rot. Sehr, sehr einfach nur Mädchen in Rot. Oh, jetzt schwäche Wasser. Okay. Man sieht schon. Da steht aber Powertreffer, wenn man mit einem Element trifft, gegen das sie schwach ist. Hoppala. Is that Ifrit? You are correct. The Lord of Fire. I can't believe you were able to summon him. Jetzt hat Jude keine Erfahrung bekommen. Ja, auch gut. Wir spielen ja eh meistens mit Mila, von daher. Wow. I told you to go home. Don't tell me you live here. No, of course not. I'm sorry. Is this the work of the Spyrex? The what-ix? Could it be connected to the disappearance of the lesser spirits? Huh? You're losing me. Disappearing spirits? You really need to go home. Someone might not swoop to your rescue next time you're in trouble. The Spyrex must be somewhere else.
Hey, wait. I'm kind of trapped here. If the professor were with me, they might have let me leave, but can I come with you? I see. If you stick with the person who saved you, then you won't need any more saving. Clever boy. Boy? You don't look that much older than me. My name is Jude Mathis. I'm Mila. Mila Maxwell. Suddenly we have more gold than we know what to do with. Yeah, I never knew beating up monsters would be so lucrative. Ja gut, das kommt normalerweise eigentlich erst, wenn man wirklich eine Menge Geld, Gold verdient hat. Aber jetzt haben wir auch das Monsterbuch und ja. My hands are still shaking. And for good reason. You were almost killed. I'm a civilian. Why would she attack me like that? I don't think she's part of Roshigal's army. If she's not a soldier, then what is she doing at a military facility? An ironic question for you or I to ask, don't you think? I see your point. Did you kill her? I'm not sure. I tried to go easy on her, but humans are so fragile. I keep having to tell the Four not to overdo it. I'm not really following you. Es gibt eine Menge von dabei. Huh? I assume you had some reason for coming to this place. I was worried because Professor House hadn't come back. But he's... One of the people who died while connected to that machine? Yeah. I can't believe it. The Professor had been so excited about the request from Orda Palace. I see. Hmm? Yes. Yes, I suppose so. Huh? Wait for me! Ja, was er gerade meinte... Welche ist denn leer? Der da. Hier war sein Professor drin, den er gesucht hat. Hat er sich hier umgeschaut und plötzlich ist er... Ja, er hat sich halt aufgelöst. Ist gestorben. Passiert halt. Und dann ist halt das Mädchen in Rot aufgetaucht. Und das war halt Jude's Seite an der Stelle. Hm? What's going on? Our Lilium orbs are shining. I've been wondering what this thing is since I set off. My handmaid told me I had to carry it with me. Well, it comes in handy if you face monsters. It gives you the power to fight them. I got one myself when I left home, just in case. No, so, das kann ich auch gleich zeigen. Works. This is actually my first time developing it too. I see. So it's a tool that taps into inherent abilities. I imagine that powerless humans never leave home without them. You talk as if you're not human yourself. So, wir haben jetzt nämlich das Menü hier mit den Liliumkugel. Moment, welchem Level ist er? 2. Ui. Ja, stimmt, so viel ist halt von Anfang an da. Wir sehen halt, wir haben halt 7 WP, das sind Wachstumspunkte und die können wir halt, keine Ahnung, uns einfach mal hier reinsetzen. Und von da aus können wir halt einfach mal Linien ziehen zum nächsten Punkt. So bis dahin und sagen wir dann nochmal dahin. Und das, was dann von innen umrundet ist, das ist halt ein neues, ja, zum Beispiel hier ein neues Art. Oder an der Stelle, kann ich auch nochmal kurz zeigen, wäre es halt einfach eine neue Fertigkeit. Zum Beispiel Ausdauer. Die wir dann hier hätten, was wir dann... Och, wir haben alle Fertigkeiten schon? Nee. Aber ein paar wurden übernommen, merke ich gerade, ne? Ah, nein. Sie hat die Sachen, weil, ja, sie ist noch ein bisschen stärker. Deswegen hat sie dann noch ein paar mehr Sachen. Deswegen werde ich jetzt auch erstmal jetzt so lassen. Ich werde die später erst ausrüsten und, Moment. Genau, eine Sache, die Speicherpunkte machen. Das kann ich jetzt auch mal kurz demonstrieren. Wobei erstmal das hier. It must be pretty weird having the same name as the Lord of Spirits. Not at all. We are one and the same. I'm sorry? I am Maxwell, Lord of Spirits. What? Come on, you're totally human. You look just like a normal woman. I would hope so. That is the form I created for myself. The form you created? So, einmal kurz über den Speicherpunkt laufen. Zack, Jude lebt wieder. Speicherpunkte heilen nämlich auf ja, halbe KP, sag ich mal. Oh, ich habe keine MP mehr. Also auf maximal halbe MP landet man wieder, wenn man einen Speicherpunkt benutzt.
Deswegen kämpfen wir jetzt mal ein bisschen so normal. Und wow, wie viel sie regeneriert mit jedem Schlag. So, und bei jedem Level-Up, ja. Bei jedem Level-Up bekommt man immer ein paar WP. Zurzeit. Das ändert sich halt da immer mit der Zeit. Jetzt sind es zurzeit 3. Später, glaube ich, kann es sogar mal bis zu 5 steigen. Und dann, ja, immer so ein bisschen hoch und runter. So, you're that Maxwell. Lord of Spirits, Ruler of Elements. You don't believe me? A person claiming to be a spirit? It's a bit much to swallow. Then how do you humans prove your identities to each other? Well, by showing identification, I guess. I have a medical school ID card. Oh. Then I doubt that I'll be able to prove my identity to your satisfaction. I wouldn't even know where to apply for a spirit ID card. Is it really okay for me to be following this person? Ja, eine Geister-ID-Karte, ne? So, bevor wir hier weitergehen, würde ich sagen, das war's dann mal wieder von dieser Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.